Leute, willkommen beim Die Loops von nebenan Videotagebuch. Special! Wir sind gerade auf. Willst du ein Video sehen? Ja, oh, Marius! Wir machen gerade Film. Wir sind nämlich gerade auf Klassenfahrt in Köln. Schau mal, geh mal da rein. So, sag mal, das ist Köln. Jo, Köln, cool. In Köln ist der Boden auch so wie hier, Mann. Hier, oben. Christian, hey. Mich kennt man von den legendären Konfis und dem Stichwort. Ja, da sind wir auch schon wieder und jetzt back to the Noobs. Wow, Tom. Zeig mir deine Titten. Nein. Meine Titten sieht nur meine Mama. Oh. Oh, tut mir leid, dich gestört zu haben. Köln, ja. Oh, Köln, oh, geil. Oh, Köln. Aber wir machen das so, wir untergliedern jeden Tag einzeln in ein Video. Du hast Glied gesagt. Ja, Glied. Sehr lustig. Aber jetzt kommt. Wie lange sind wir in Köln? Wir sind fünf Tage in Köln. Das heißt, es kommen etwa fünf Parts raus. Ja, etwas gut. Es kommen genau fünf Parts raus. Genau, und das wird sozusagen, an jedem Tag wird ein Part hochgeladen, nachdem wir wieder da sind. Das wird so etwa gegen Montag sein. Jetzt ist Mittwoch. das ist wie so eine kleine Serie. Gibt es dann fünf Episoden, das heißt fünf Tage, jeden Tag ein Video. Da könnt ihr gespannt drauf sein, ne? So, Tom, erzähl uns was zu diesem wunderschönen Ort. Ja, das habe ich irgendwo mal gesehen und das ist Köln. Geil. Die haben irgendwelche Leute sich so die Liebe geschworen und dann so voll so ein Schloss ran gemacht und das zählt dann so forever, ne? Also so together, forever. Und wir sind auf so einer Epic-Brücke, das zeigt dir das andere da alles. Boah, geil, es ist so klares Wasser. Köln ist so kölnig. Es geht schon gar nicht mehr. Ich glaube, so Köln ist keine Stadt. So Köln ist, glaube ich, nur Köln. Also, ist auch nicht. Unglaublich. Ja. Und hier sieht man, dass hier wirklich so extrem viele Leute an dieser Brücke waren und sich gedacht haben, oh, komm, wir hängen so ein Schloss ran, wir lieben uns jetzt forever, ne? Ja. Next Stop Dom, ne? Ja, wir sind jetzt am Dom. Los Nubos Presentos, Los Domos. Und ich aus Habos, Einos, Geilos, Brötchenos in der Fressos. Und wir sehen, es gibt viele interessante Menschen in Köln. Ja, und sogar Stochel. Domschatzkammer. Das ist doch geil. Sogar ein Domladen. Das ist Flo. Da ist Meckes. Ja, und Flo hat Meckes entdeckt. Das ist Meckes. Flo wohnt bei Meckes. Flo gehört Meckes. Schläft mit Meckes. So, hier sehen wir schon mal eine schöne Absperrung. Mit ganz schicken Mülleimer. Guck mal, der ist aus Köln, ja. Der Mülleimer ist aus Köln. Original Köln-Mülleimer. Ey, das ist, der Müll ist so Köln, ey. So, hier sehen wir schon mal ganz viele andere Schüler. So, ist unsere Klasse. Hallo, Klasse. Hallo. Erstmal alle schön ins Bild. So, und dann haben wir hier den Dom. Einmal Dom, bitte. So, dann filmen wir Tom so krass von unten mit dem Dom und das kommt voll cool, weißt du? Nein, Flo, du machst das Bild kaputt, ey. Wow. Geh mit Meckes weg. Auf mein Handy. Ja, Meckes. Auf mein Handy passt das doch. Das ist mein Ehemann. Ich hab Hunger. Wer ist dein Ehemann? Da haben wir Mädchen. Und ja, Mädchen. Ja, Mädchen. Also Chinesen. Und da. Klasse. Ganz viele coole Sachen. Wow. Saturn, jo. Oh. Ist jetzt, ja gut, also wir waren gerade im Dom. Ja. Und Tom, und die Domführung war extrem langweilig. Der Dom ist von innen relativ hohl und relativ dunkel und auch eigentlich, das war es auch schon. Da hängt so ein bisschen was von der Decke und steht auf dem Boden und ja. Also ist halt ziemlich domig, ja? Ganz schön domig und kölnig. Um nochmal den Dom zu besichtigen hier. Nur für euch, wunderschön, alles super. Da haben wir auch Laterne 28. Laterne 28, wunderbar. Du.
lang ist da die ganze Brücke, ja? So viele sich Liebende waren da schon und haben sich da verewigt. Romantisch. Tschüss. Hier ist Paul nach einem langen Abend. Wollte ich nach dem ersten Tag mal unser Zimmer zeigen, ne? Pass mal auf. Das ist Flo, ne? Ist ziemlich eng. Ja, sind zugemüllt. Waren schon shoppen hier. Krass, Chips und so. Hier ist Christian. Hey, Christian. Der legendäre Fuck. Hm? Jetzt ein Spieler. Schon wieder. So, und das ist unser Flur und da ist die Dusche und da hinten ist noch ein Klo und da aber sind ein noch... Ein Bett, das frei ist. Ja, dazu kommen wir gleich. Das Heile des Zimmers. Die Schränke und eine Tür. Da kann man so durchgehen. Bis da. Auf dem Flur. Und ja, dazu zu sagen, hier zu diesem Zimmer ist, als wir halt die Presse, als wir die Betten bezogen haben, ist mir erstmal aufgefallen, dass die Bettlaken hart wie Leder sind und so biegsam. Wie Leder, wie Gestein bei Minecraft-Player. So wie ein Spitzhack, um abzubauen. Das ist wie so eine Bleiplatte. Die Platte ist nur weich dann gegen. Christian wollte erst da drüben schlafen. Als er, doch dann geschah etwas, was keiner ahnen konnte. Als er sein Bett bezogen hatte, merkte er, dass auf der Matratze ein Kackstreifen ist. Weswegen er fluchtartig nach da unten gezogen war. Was soll ich machen? Soll ich auf Kacke pennen? Ja, ihr fragt sicherlich, warum ich nicht mit Tom in dem Zimmer schlafe. Naja, ne, Tom wollte halt nicht. Mit zwei Schnauzen sich abhängen. Nein, mit der freshen Crew abhängen. Sag doch, wir sind uncool. Nein, wir sind nicht uncool. Stimmt, du. Wir haben heute richtig viele Chicks gemacht. Echt mal, wir haben so viele Mädels. Echt mal, wir waren gerade um die Häuser ziehen mit den Mädels, Alter, das war. Echt mal, ich hab so viele Fotos. Wie geil. Leute, das Ding wird gerade als Gesicht anerkannt. So eine Falte in der Decke, die aussieht wie Auge und eine Nase. So. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, der erste Tag hat euch gefallen. Und den nächsten Tag seht ihr dann im nächsten Video, ne? Holla Ryan. War cool mit euch. Küsschen.